Jo, und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodem zu einem Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst und einem kleinen Hoppelhäschen in der Schneebiom-Gegend. Ja, Schwert, Spitzhacke und so weiter haben wir unten in den Minen verloren beim Minenunglück im letzten Part. Da hat uns ein Monster in die Luft gesprengt. Ich glaube, es war ein Creeper. Aber es wird wahrscheinlich ein Zombie gewesen sein, der uns in die Luft gesprengt hat. Man weiß es ja. Nur Zombies können Leute in die Luft sprengen. Peinlich berührtes Schweigen. Ja. Okay, heute geht's weiter hier in der Welt von Minecraft Anno. Wir wandern ein bisschen weiter. Die Wanderung geht weiter. Wir schauen mal, was wir noch so für spannende Orte entdecken können, an denen wir sterben. Ja. Das ein oder andere Örtchen, an dem wir noch nicht gestorben sind, können wir bestimmt noch herausfinden. Dort mal unser Bett aufstellen, damit wir das zumindest. Damit wir nicht gleich im Dorf wieder aufwachen. Das geht wahrscheinlich nicht, weil wir schon geschlafen haben in dem Iglu. Da sterben wir ganz woanders. Da wachen wir ganz woanders auf. Ja. Einfach mal hier ein bisschen durch die Schneelandschaften stöbern. Stöbern ist da das falsche Wort. Aber gut. Hier vielleicht ein paar Blumen mitnehmen. Das Inventar ist frei. Naja, ganz frei ist es auch nicht mehr. Ein bisschen was konnten wir doch mitnehmen. Aber die Schätze, die wir in den Minen unten gefunden haben, die werden wohl unten bleiben. Ja, wir könnten jetzt noch runterlaufen und da nach den Schätzen suchen, aber weißt du was? Ich habe hier schon einige Schätze aus dem Iglu mitgenommen. Beziehungsweise aus der Höhle, die dort unten unterhalb des Iglus waren. Ja, also das kleine Gefängnis, was dort unterhalb der Höhle war. Da habe ich noch ein bisschen was mitgenommen. Ja, ansonsten war es jetzt nichts so Wertvolles. Wir haben da keine Diamanten gefunden oder so. Deswegen wir da runter hätten steigen müssen, um die Schätze zu bekommen. Ja, ist ein bisschen schade um die Schwerter und um die Spitzhacken, aber nichts, was man nicht irgendwie wieder ersetzen könnte. Holen wir uns ein paar Bäume. Ich habe hier schon Kohle gesehen, aber wir haben keine Spitzhacke. Hier mal ein bisschen Baum fällen. Da haben wir schon eine Steinspitzhacke. Zumindest hier ein bisschen was Grundlegendes craften. Ja, ein bisschen Stein haben wir ja mit dabei. 8 Steine müssen reichen fürs erste Holz finden wir in der Natur. Ja, eine Werkbank haben wir sogar auch mit dabei. So sieht's aus. Können wir hier mal ein bisschen Stick und Spitzhacke. Ein Schwert wäre auch nicht schlecht. Ja, da haben wir doch wieder das Nötigste. Reicht's zum Überleben? Ja, ist halt nicht das Beste der Welt, aber es reicht zum Überleben. Das trifft's ganz genau. Und Kohle haben wir ja auch. Können wir hier ein bisschen ausbuddeln. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal in der Höhle vorbei und finden noch ein bisschen Eisen. Das wäre nicht schlecht. Fackelzeug haben wir jetzt hier auch.
Kohle für Fackeln. Jede Menge Kohle, wie es ausschaut. Ja, ist eine ganz coole Mine. Ein ganzes Stück Kohle hier. Lohnt sich richtig hier abzubauen. Ich weiß nicht, ob man das hier noch so super sieht in der Kamera. Es geht. Ich hoffe, es geht. Haben wir Fackeln mit dabei? Ne, haben wir nicht mehr. Redstone-Fackel hätte ich noch mit dabei. Ist noch im Angebot. Joa. Ich habe ordentlich Kohle abgesackt. Schön ein bisschen Kohle mitnehmen. Schadet nicht. So, 30 Kohle. Das war eine ganze Fundgrube. Das hat sich mal gelohnt. Jetzt wollen wir mal weiter. Weiter voran. Raus aus dem Schneebiom. Ich friere hier schon ganz schön. Ich möchte mal in ein wärmeres Biom. Hier sehe ich schon eins. Scheint ein Waldbiom zu sein. Oder so etwas in der Art. Hier hört auf jeden Fall der Schnee ein bisschen auf. Hündchen. Ein Wölfchen. Knochen haben wir keine mit dabei. Sehr schade. Sonst könnten wir es die ganze Reise über mitnehmen. Würde uns doch nichts bringen. Oh. Wo geht's denn hier hin? Unter schwarzes Loch. Nein, danke. Nicht so unbedingt. Habe ich gerade nicht das Bedürfnis, da hinunter zu gehen. Hier haben wir eine kleine Schneegrenze. Schaut zumindest so aus. Au, verdammt, da geht's steil bergab. Da hätten wir unter Umständen unseren Tod gefunden. Nicht nur unter Umständen, sondern mit ziemlicher Gewissheit. Von der Höhe runterzufallen ist ein bisschen schädlich. Bis tödlich. Sollte man aufpassen, wo man hintritt. Ja, das wäre hoch gewesen. Da oben stand ich, da war ich steil runtergesegelt. Das wäre nicht so gut gewesen. So, über die Bäume. Oder auch nicht. Okay, dieses Kraut bringt nichts. Ja gut, dann rennen wir hier halt ein bisschen durch die Schneegegend. Nein, nichts mit Schneegrenze. Hier geht's wieder weiter. Gas plus kurze Lichtungen. Ein bisschen, ein paar kleine Flächen, wo nicht so viel Schnee lag. Das sieht interessant aus. Ist es aber nicht. Ist nicht viel los. Ist nur eine kleine hübsche Formation von Schnee. Ja, von Erde meine ich natürlich. Joa. Tidoli, du vereiste Fläche. Und ihr so. Tja. Ist gerade irgendwie nicht besonders spannend. Nicht viel los hier in der Eisebene. Schnee meine ich natürlich. Hier ist es schon richtig kalt und winterlich. Winter's coming. Oh. Kürbisse. Das ist spannend. Können wir uns doch welche mitnehmen. Das ist nicht schlecht. Kann man gebrauchen. 3 Kürbisse. Nice. Ich weiß nicht, wie ich sie anzünden, würde ich gerade sagen. Wie ich sie anpflanzen kann, aber werden wir vielleicht schon herausfinden. Mit den Melonen hat das auch nicht so geklappt. Ja, Semi. Die wachsen dann irgendwie, aber
halt auch nur irgendwie nicht richtig. Naja, ein paar Kürbisse haben wir hier gefunden. Das ist doch zumindest etwas wert. Ne, Kuh. Ich brauche noch Essen. Mein Essen habe ich wieder unten in den Minen verloren. Kann ich durchaus gebrauchen. Wir haben noch einen Wurftrank der Schwäche. Das heißt, wenn uns irgendwas angreift, sollten wir diesen Trank vielleicht nicht unbedingt verschwenden. Aber ja. Grundsätzlich haben wir einen Wurftrank der Schwäche. Oder wie heißt der? Die Langsamkeit? Ja, der Schwäche. Wurftrank der Schwäche. Schwäche 1 Minute sind 7. Ja, minus 4 Angriffsschaden. Das heißt nur irgendwann mal, sollten wir uns vielleicht für einen größeren Bossgegner aufheben. Falls wir mal gegen den Widder kämpfen müssen, ist das vielleicht nicht ganz so schlecht. Da geht der Mond schon auf. Huhn. Was macht das Huhn hier in der Wildnis? Ein bisschen Zuckerrohr. Ist doch Zuckerrohr, oder was? Oder wie? Zuckerrohr. Ja, das ist auch was wert. Zumindest ist es nicht ganz wertlos. Hier ist alles vereist. Da gibt es ein bisschen Körner für das Hühnchen. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle, glaube ich, mal mein Bett aufschlagen. Nein, nicht die Werkbank hinstellen. Mein Bett aufschlagen. Jo. Und schlafen. Gute Nacht. Wenn es so dunkel ist, sollte man nicht durch die Landschaft rennen. Es ist da hinten auch schon ein Skelett. Es hat nur auf uns gewartet. Und da sehe ich eine Spinne. Die hat uns in der Nacht völlig überrumpelt. Das wäre nicht so toll gewesen. So, wo bist du, Skelett? Ich brauche deine Knochen. Skelett. Nicht? Schade. Eisbären. Eisbären. Ich glaube, die sollte man nicht angreifen. Das ist ein bisschen schlecht. Oh, ein kleines Baby-Eisbärchen. Ich werde sterben, wenn ich die angreife. Ich weiß es doch. Das sollte man nicht versuchen. Hey! Ich bin dem Kind wohl zu nahe gekommen. Hey, ich will deinem Kind nichts tun. Ich will es nur streicheln. Ich tue deinem Kind nichts. Ich tue deinem Kind nichts. Braver Eisbär. Braver Eisbär, braver Eisbär. Ich bin ja schon weg. 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 Ich tue deinem Kind nichts. 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 Ich will nichts, ich will nichts von dir, ich will dir nicht wehtun müssen, ich will dir nicht wehtun müssen. Nein, komm, was ist denn los denn hier, was ist denn? Ach komm, verpiss dich doch, du. Ach. Du hast es nicht anders gewollt. Deiner Mutter geht's gut, Kindchen, deiner Mutter geht's super, die ist auf Wanderung gegangen, der geht spitze. Die schläft nur. Fisch. Willst du Fisch? Willst du was zu essen? Das ist ich. Hier, ich geb dir was. Ich geb dir. Ich schenk dir was. Ich nehme dich bei mir auf. Ich sorg für dich. Ich wollte das nicht. Du tust mir aber jetzt leid. Deine Mutter wollte mich angreifen. Verdammt. Ich hoffe, der Vater passt gut auf dich auf. Ich hoffe, der Vater passt gut auf dich auf. Wir sind ja hier nicht bei der katholischen Kirche.
Deiner Frau geht's gut. Die ist da hinten, die ist auf Wanderung gegangen, die holt Essen, die geht's gut. Tun die nix. Pfeile. Jetzt haben wir deine Familie zerstört. Gewissensbisse. Ich konnte nicht anders. Es war Notwehr. Es war Notwehr. Sie hat mich zuerst angegriffen. Ich wollte das Kind nur streicheln. Dann greift auf einmal die Mutter mich an. Hätte das noch wissen sollen. Oh, verdammt. Erlebnis am Nordpol. Schaut so aus, als wäre es hier der Nordpol. Ja, Eisbären sind ja eigentlich nur im Nordpol, aber wir haben Fisch. Wir haben Fisch bekommen. Nur Fisch, die hat nur Fisch gedorbt. Okay, das lohnt sich wohl nicht wirklich, Eisbären zu töten. Nicht für Nahrung. Das ist jetzt nicht wirklich wert. Oder? Was bringt die Nahrung? Ja, sonderlich viel bringt das nicht. Ja. Ist jetzt auch nicht so nahrreich. Ungebratener Fisch. Hühnerschubsen. Ja. Das arme Kind muss jetzt ohne die Mutter groß werden. Wir hatten das Kind und den. Oh, da ist der Onkel. Ja. Lass mich. Ja, lass ich tu dir nichts. Ich tu dir nichts. Ich hau schon ab. Wir hätten das Kind und den Vater auch noch töten müssen. Es wäre nur halb so grausam gewesen, wie sie beide allein aufziehen, wie den Vater das Kind aufziehen zu lassen, das alleinerziehender Vater und das Kind als Waise ohne Mutter. Ja, Waise ist halbwaise. Oh, ein Villager-Dorf am Nordpol. Na, das ist doch wundervoll. Siegfried, bist du's? Das schaut mir nach Siegfried aus. Bäuerin, okay, das ist nicht Sigrid. Bietet Smaragd. Smaragd gegen Kartoffel. Ich habe kein Smaragd. Karotten habe ich keine. Kartoffeln habe ich Kartoffeln. Habe ich nicht. Weizen habe ich aber keine 20. Habt ihr Weizen im Dorf? Dann klaue ich euch den Weizen und. Ihr habt dann nicht, euer Feld ist nicht bebaut. Tausche ich noch nicht zurück. Hallo Dorfbewohner. Leder haben wir nicht genug. Lederhose. Smaragd gegen Lederhose. Naja. Smaragd haben wir halt nicht mitgenommen. Rohes Schweinekotelett. Rohes Hähnchen. Die tauschen nicht sehr wertvolles. Okay, wie diese verrückt gebauten Häuser. Eine Werkbank. Wir nehmen alles mit. Vor allem die Bücherregale. Die können wir gebrauchen. Ja, Bücher. Keine Bücherregale. Bücherregal als Ganzes mitnehmen? Nein. Wir können auch Bücher mitnehmen. Die werden uns aber irgendwann mal was nützen. Die können wir in ein Bücherregal stellen. Auf jeden Fall. Und falls wir irgendwann mal einen Verzauberungstisch haben sollten,
Weiß ich immer noch nicht, wie er funktioniert, aber ja. Kann man grundsätzlich ja mal. Oh, das ist eine Idee. Tische bauen. Ja, das habe ich in meinem Wirtshaus ein bisschen anders genutzt, aber ja. Im Ofen. Ich bräuchte da einen. Ich würde mir mal einen ausleihen hier. Du hast keinen Platz mehr im Inventar, das gibt's doch nicht. Hier gibt's Lava. Okay. So, da können wir ein bisschen was verbrennen. Ja. Blumen. Ja, wozu brauchen wir Blumen? Ein bisschen Samen. Können wir reinschmeißen. Ja, unnötigen Platz wegschaffen. Kaktus. Blume. Steinziegel. Brauchen wir auch nicht mehr. Oh, ein bisschen Eisen haben wir noch. Das Eisen werfe ich nicht weg. Diorit. Ach, das kommt wieder in mein Inventar rein. Das ist ja blöd. So ist in die Lava rein. Die Lava rein damit. Mohn. Zisch. Blumentopf, wer braucht Blumentöpfe? Diorit. So, den Kaktus will ich weg. Hellgrauer Teppich. Weißer Teppich. Ja, ein bisschen Erde. Ein rissiger Ziegelstein. Ja, pff. Keine Kiste behalten wir. Zwei rote Teppiche. Puh, zwei Weizen, ja, behalten wir noch. Okay. Was läuft bei euch da drin? Hier ist eine Truhe. Oh. Eisenhose und Eisen und Brot. Na, das nehme ich doch gerne mit. Das lohnt sich ja. Die Truhe gleich mit. Schaden kann es nicht. Es wird hier Nacht. Ich sehe es schon, während ich hier das Dorf ausraube. Still und heimlich. Ich breche es durchs Fenster ein. Ein Räuber in der Nacht. Ach, hier war ich schon drin. Ich bin nicht ganz umsonst eingebrochen. Also wieder durchs Fenster raus. Ja, ich brauche einen Unterschlupf für die Nacht. Ich gehe, glaube ich, mal erstmal hier rein. Suche Unterschlupf in dem Gebäude. Ja, vielleicht stelle ich mein Bett hier mal ab. Immer schlafen. Ist ein bisschen zügig hier. Es zieht hier ein wenig. Ich glaube, ihr müsst mal neue Fenster einbauen. Ja. So. Wieder raus aus der Bude. Jo. Ein bisschen meine Zuschauer triggern. So muss das sein. Hier fand eine Veranstaltung statt. Mhm. Was gibt's hier zu sehen? Eine Hintertür. Aha. Aha. Nichts los hier. Ein Brunnen. Oha. Es geht aber ein bisschen tief runter. Wir trinken hier noch. Ich würde mal wieder auftauchen. Ja, beeil dich, Zwergi. Puh, das war ja knapp. Es geht aber tief runter. Tief, tief runter. Ich bin gefangen. Ich mach euren Dorfbrunnen kaputt. Nee,
ist es nicht gewollt. Dann mache ich ihn mal wieder zu. Das muss sein. So. Da waren wir schon, da gibt's nichts. Das ist ein etwas kleineres Dörfchen. Lieber. Auf dem Beet wächst hier am Nordpol nichts. Nichts außer Gras. Ja, immerhin Gras. Manche würden sich darüber freuen. Oh, interessantes Dach. Oh, da hinten geht's weiter. Hier könnte man was anpflanzen. Aber das Wasser ist zugefroren. Ein Einsiedlerhaus. Der wohnt so ein bisschen abgelegen vom Dorf. Und wirst du hier ausgegrenzt oder was? Hallöchen. Ich komm mal rein. Okay. Hier wohnt wohl lange schon keiner mehr. Alles klar. Okay. Ein kleines Dorf am Rande des Nordpols. Ob hier der Weihnachtsmann wohnt? Wahrscheinlich. Ja, hübsch, hübsch. Haben wir doch noch was im Part entdeckt. Und nicht sinnlos nur in der Gegend rumgeirrt. Okay. Okay. Ja, dann ziehen wir mal weiter, oder was? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Handeln können wir mit denen auch nicht. Haben wir nichts zu anbieten. Ja. Alles klar. Dann geht die Reise weiter. Haben wir hier ein paar Schätze gefunden. Bücher. Hier ein bisschen Kürbis haben wir auf dem Weg gefunden. Eine Eisenhose. Gleich mal anziehen. Ja, so alleine bringt sie, glaube ich, recht wenig. Tja. So viel dazu. Dazu so viel. Häschen. Sind zu schnell für mich. Die kann ich nicht so einfach töten. Ja, ist auch besser so. Die bringen eh nichts. Keine Schätze. Fast hätte ich eins gekriegt. Jo. Zwei der Häschenmörder. Polarbären. Schon wieder welche. Nein. Nicht angreifen. Ich tue euch nichts. Ich muss mal ein bisschen essen. Okay. Nicht genug, damit die Herzen wieder aufheilen. Alles klar, hier geht's aufs Meer hinaus. Hier hat jemand eine Werkbank stehen lassen. Nehme ich mit. Hab jetzt schon zwei. Schadet nicht. Haben wir fürs Dorf noch was? So. Weiter voran, immer weiter voran. Mal schauen, wo uns die Reise als nächstes hin verschlägt. Ich bin gespannt. Und mein Gefühl sagt mir, dass die Aufnahmezeit für heute schon erreicht ist. Deshalb würde ich langsam Schluss machen. Wir haben ja auch schon einiges erlebt. Haben ein Stück Kürbisse und ein Dorf gefunden. Und eine Eisbärenmutter, wollte schon Eisbärenkind getötet sagen. Wir haben nur seine Mutter getötet. Was heißt hier nur? Ein bisschen Zuckerrohr haben wir auch gefunden. Und ein Villagerdorf ausgeraubt. Ja. Ein typischer Tag auf einer Minecraft-Wanderung. So muss es sein. Wann kommen wir raus aus diesem verdammten Schneebiom? Ist das hier endlich ein Waldgebiet?
Mir fällt gerade ein, ich habe die Karte nicht mitgenommen. Wir haben doch im Dorf eine Karte. Es fällt mir relativ spät ein. Aber die hätte ich vielleicht mitnehmen können. Hätten wir zumindest hier mal diese Landschaften, das Dorf und so weiter markiert und eingetragen. Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Schweinchen, kommst du her? Auch die Schweine Familien reißen. So dich auch gleich mit, damit du nicht alleine leben musst. So human bin ich doch noch. Dass ich jetzt beide Schweine töte. Das Liebespaar nicht auseinanderreiße. Dass hier keine Witwe erzeuge. Witwen oder Witwen. Je nachdem, welchem Geschlecht sich dieses Schwein zugehörig gefühlt. Vielleicht ist es auch ein diverses Schwein. Man weiß es nicht. Ja, ich wollte schon Schluss machen. Wird Zeit, dass wir es machen. Dass ich das, was ich gesagt habe, auch in die Tat erfülle. Nicht nur mit Worten drohe, sondern das auch wirklich tue. Ja, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Dieser Part Minecraft Anor im Schneebiom auf Wanderung. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ihr kein weiteres Video mehr mit dem zweiten Fast verpassen wollt. Und im nächsten Part der Wanderung mit dabei sein wollt. Ja, habt auf jeden Fall noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Video wieder und ja, oh nein, dann geht das Schneebiom noch endlos weiter. Oder wir laufen im Kreis. Das kann natürlich auch sein. Das passiert auch des Öfteren in Minecraft Arno Parts. Mit so einem wundervollen Ausblick verabschiede ich mich. Ja. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Was ein schöner Sonnenuntergang. Ach ja.